Jetzt haben wir. Wir haben hier unseren Trompeter. Wie, was sollst du hier machen? Unser neuer Trompeter, nein, unser Trompeter, noch, cut. Wir haben unseren Trompeter hier, so, Leo Adapter. Mit neuer Frisur heute. 8 Monate Vorbereitung, was sagst du dazu? Ich finde es super. Ich bin beeindruckt. Ich kann gar nichts mehr sagen. Das erste Mal dabei oder letztes Jahr auch schon? Vor 2 Jahren war ich dabei. Oh. Beim nächsten Mal wieder? Wenn die Zeit es zulässt, auf jeden Fall. Okay. Wir stören jetzt mal richtig bei der Arbeit. Tim, I know you're working. Mm. 8 months preparation. I wasn't ever 8 months. Okay, shit. Falsches Publikum. What do you think of the show? Which show was that then? Oh, this one? Very good. Fantastic. Loved it a bit. Yeah, it was great. In there. And I loved it in there as well. That was great. It was fantastic. And yeah, another experience like Evita, but totally different. And the audience this time were fantastic. Okay. Easy to please, customer. Herr White, hast du besucht? Habe ich besucht. Hier, wir machen weiter. Yvonne, bleib hier. Was sagst denn du? 8 Monate. Harte Zeit, aber eine geile Zeit. Und eine super Show. Der Rottweiler. Okay, wir gehen mal kurz hinter. Wir gehen jetzt mal hinter die Kulissen. Stopp! Er ist. Erzähl du. Böse, zynisch. Das kommt jetzt wie zynisch. Du bist auf R. Ach so, okay. Ich bin Lars Giesen, Maskenbildner und habe hier heute für die Horrorgestalten gesorgt. Siehe da. Wir gehen weiter. Hier zum Beispiel ist meine Vorstandskollegin Aurel Pfeiffer. Tschüss. Die mit mir diesen ganzen Mist immer macht. Aber er ist schuld. Aber ich bin schuld. Immer. Sind immer es die Männer nicht immer? Genau. Wie war die Show? Letzte ging, ne? Mhm. Das kommt in den Film rein. Ach so. Ja. Nee, war super. War richtig toll. Ja. Alle waren ganz toll. Ganz toll. Hier haben wir noch ein Kind. Das muss ins ganz scheu, ganz kamerascheu. Kind. Ja, mein Kind. Und was hast du davon gehalten? Hoppla. Hä? Gut. Und was noch? Super. Ja, und wie noch? Was hast du alles gemacht? Ich war bei Hosanna dabei. Ganz am Anfang. Zum Schluss. Und ich habe noch eine Kerze aufgestellt. Und willst du das nochmal machen? Ja, nochmal. Genau, was hast du gemacht? Nein! Doch, nochmal! Willst du es nochmal machen? Was? Alles? Veranstaltung nochmal mitmachen? Was hast du gemacht auf der Bühne? Das sage ich nicht nochmal. Doch, bitte! Doch! Ich war bei Hosanna dabei. Ja? Ganz am Anfang. Also ich habe eine Kerze aufgestellt und ganz zum Schluss. Und beim nächsten Mal machst du es nochmal? Hat Spaß gemacht? Ja. Das wollten wir hören. Weiter! Wir kommen zu unserem Jesus. Ach Gott. Genau. Hi. Bist du rasiert? Ja, sicher. Ist jetzt alles vorbei. Ja, erzähl mal. Ja, was soll ich erzählen? Ja, da rein, nicht hier. Da rein. Frag mich was. Wie war die Veranstaltung? Hat es Spaß gemacht? Das hat sehr viel Spaß gemacht, ja, auf jeden Fall. War der Bart echt? Der Bart war echt. Ich habe ihn mir gerade erst abrasiert. Ernsthaft? Ja. Das ist Commitment fürs Team, ja? Ja. Ich habe mir die Haare wachsen lassen und ich habe mir den Bart wachsen lassen. Und jetzt, da das Projekt vorbei ist, ist alles ab. Die Haare hast du? Nein. Die Haare habe ich auch dafür wachsen lassen. Ja, nee, aber die sind noch nicht ab. Die Haare schneiden lassen wir mal noch? Ja. So schnell geht das. Ich bin gerade, ja. Ein bisschen konfus. Ja, er will ja beim nächsten Projekt nicht mitmachen, weil er keinen Bock mehr auf uns hat. Das ist nämlich ein sehr übel. weil wir sind ja so scheiße, aber... Geige spielen würde ich. Geige. Nochmal für die Kamera. Das ist sogar für die Kamera. Also ich bin bereit, für Jekyll und Hyde auch Geige zu spielen.
Auf der Bühne stehen darf ich leider nicht mehr, aber Geige spielen im Orchester, gerne. Danke, jetzt kannst du gehen. Ja. Wir haben es im Kasten. Endlich Commitment. Hermann, komm her. Danke schön. Kein Problem. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ja. Meld dich, wenn das anfängt mit den Dings. Und dann hol ich mir die nach. Bis dann. Ciao, ciao. Mach weiter. So, wir kommen jetzt mal zu den Saufziegen. Hey, Saufziege! Das ist pures Wasser, ja? Rechne mal, 2 Tage. So, wir haben hier so ein kleines, wir haben hier so ein Opfer, wir haben so ein Opfer, ja? Trainiert 8 Monate mit uns, ja? Schwitzt sich den Arsch voll, ja? Und dann 3 Tage vorher lässt er sich von ihm so einen Penner anfahren und simuliert ihn so ein Unfallopfer und tanzt nicht mit. Was sagst du denn dazu? Also, ich habe von diesem wundervollen Team ganz tolle Blumen bekommen und eine Karte mit Genesungswünschen und ich kann nur sagen, es war ein ganz, ganz tolles Projekt und ich muss sagen, als ich da gerade im Zuschauerraum war, war ich gar nicht mehr so traurig, verletzt zu sein, wenn man das so sagen kann, weil es so viel Spaß gemacht hat, hinzuschauen. Es war so toll, wirklich. Also, es war einfach echt unglaublich. Das Ganze ist in einer Sekunde vorbeigegangen, weil das war alles so kurz. Es war Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, es reicht. Ja, meine Mädels. Wir haben keinen Sekt mehr. Ja. Hier, Saufziege Nummer 1. Wir haben keinen Sekt mehr. Ich habe eine Flasche mitgebracht. Die anderen nehmen noch 3 Flaschen. Nein. Okay. Wir 8 Monate, sag doch mal was. 8 Monate ja, mit uns. Super. Mir fehlen die Worte, wie dir eben. Wir gehen weiter. Wir gehen super weiter. Freuen, beim nächsten Projekt wieder dabei zu sein. Darum geht es. Ja, sowas braucht man in der Kiste. Ja, ich habe schon gefragt, ob ich wieder gecastet werde, aber ich habe keine Antwort gekriegt. Ich werde aber alles tun, damit ich wieder mitmachen kann. Wir gehen weiter. Nein. Und auch sie, 8 Monate. Schau sie dir an. 8 Monate. Deine Erlebnisse. Ja, du musst jetzt was sagen. Das war fantastisch. 8 Monate waren war eine tolle Zeit. Und zwischendurch habe ich gedacht, na, ob das was wird. Und dann gestern die Premiere, das war, als die Leute da alle standen, ich war so geflasht. Und ich habe da gestanden und habe gedacht, das kann nicht wahr sein, dass wir wirklich so gut sind. Das hätte ich nie gedacht. Wirklich toll. Toll, Timo. Super Projekt. Doch, ja. Noch ein Steak. Ja, natürlich, ich kann noch ein Steak. Ja, also ich kann mich meinen Vorgängern nur anschließen. Nee, es war wirklich toll. Es hat so viel Spaß gemacht und so viel Freude. Und ich glaube, darum geht es. Man hört, die Handys sind immer aus. Das ist die Hauptsache. Dass Spaß machen, dass wir eine Freude an einem gemeinsamen Hobby haben. So wie es der Verein hat. Ich wieder von dem Kleid und so mein Kommentar dazu. Ich gebe auch gerne weiter. Ja. Ich auch noch. Ich auch noch. Was soll ich sagen? Also für mich waren es ja keine 8 Monate, sondern nur 6 oder ja, so. Ja, du bist dazugestoßen. Ich bin dazugestoßen. Aber ich wurde sehr freundlich aufgenommen, habe mich direkt wohl gefühlt, direkt gedacht, so mache ich weiter. Und obwohl es ein Kampf war, jedes Mal nach dem Freitagabend, Samstag um 8 Uhr auf. Oh ja. Sobald ich bei der Probe war, habe ich immer gedacht, ich weiß, wofür ich es mache. Das hat so Spaß. Ah! Nein! Ich brauche hier noch Buenos Dias. Also, wie? Eigentlich musst du bei mir Calispera sagen. Wir sind ja jetzt zwei Projekte zusammen. Ja. Ich habe an 2 Projekten teilgenommen. Ja. An deinen beiden geilen Projekten Evita und Jesus Christ. Ich muss sagen, also ich stehe unter Drogen. Es geht nicht anders. Ich kann ohne diesen Mann nicht leben. Und ich muss sagen, es war sowas für ein geiles Gemeinschaftsprojekt, gerade mit diesen Tänzerinnen. Es war der Hammer. Die absolute Ausdauer, die absolute Kraft und das geilste Timing, das ich je erlebt habe. Und das alles haben wir diesem Mann zu verdanken. Und Catherine. Ich hätte gerne einen Kuss. Und Catherine vor allem. Catherine natürlich, ganz klar. Also sie ist unser Choreograf. Sie ist unser Coach. Wo ist sie überhaupt? Kuss. Schaffst du's? Nee, ich dich. Schaffst du's? Ich dich küssen? Beide. Und das noch vor laufender Kamera? Ja, das möchte ich gerne dokumentiert haben. Schaffst du's? Meine Quotengrieche, komm her. Ja, ich bin die one and only. Du hast keine andere. Komm her. Der hat. Ich auch.
Es war ein schöner Verdeckter. Beim dritten Projekt sieht die Welt anders aus. Dann mit Zunge. Wir gehen weiter, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Tschüss. Ciao. Genau. Tänzerinnen winken gerne. Tschüss. Okay. Diese Frau seit 2007 tapfer an meiner Seite. Mit zärtlichen 19 Jahren. In 2007, so gealtert. Say something. I should say something. Yeah. It's been a lovely performance, been lovely working with everybody. I love my dancers and that's it. Been a great performance. Wir gehen weiter. Mira! Was denn? Was ist schön? Hi! Auch eine ganz wichtige, genau. Erzähl einfach mal. Nee. Erzähl einfach mal. Wir haben 8 Monate hinter uns. Oh, es war stressig, es war aber wunderschön. Ich kann nicht so viel erzählen, bleib mir hier. Nein, ich war ja schon. Mann, ja, du warst schon. Catherine. Die haben wir schon, genau. Sie hat bei uns die Regie gemacht. Ja, die Regie. Genau. Mit Ian zusammen. Wir haben jetzt drei Shows gemacht. Ich habe sie jetzt, glaube ich, 10-mal anders aussehen gesehen. Der Maske. Jedes Mal, aber anyhow, wir machen weiter. Komm genau. Her. Oh. Wir haben hier noch einen Schlagzeuger. Tag. Ja, wir haben hier auch noch einen Keyboarder. Ich bin der Organist. Das war's auch schon. Genau. Er ist Tuba, er hat den tollen Chor gemacht. Ja. Das war der Chor. Das war der Chor. Genau. Im Hintergrund. Wir hauen ab jetzt. Alles klar. Alles gut. Ein bisschen den Hintergrund auch filmen. Dann, ne? Timo, hier. Genau, komm her. Dankeschön, ne? Hat mir tierisch Spaß gemacht. Ja. Hat man die gesehen. Dann hat man die angesehen. Ja. Mach's gut. Hard as a rock. Also mal. Yes, please. There are a few. So, bis dann. Ciao, ciao. Nächstes Theaterstück dabei? Julia. Ciao. Trompete. Was? Ich hab Angst. Ja, ich brauche ein Statement von euch beiden. Brauchst du ein Statement? Wozu? 8 Monate Probe. Hier. Gut. War schön. Ja. Ich hasse sowas, Timo. The beginning. Ja, hat Spaß gemacht, waren viele lustige Leute dabei, wir haben viel erlebt und das Notenmaterial war Katastrophe, aber wir haben es doch irgendwie durchgewurschtelt und jetzt darf ihr weitermachen. Im Endeffekt, das Notenmaterial liegt natürlich dann an ihr, dass wir es irgendwann lesen konnten, dass es gut war. Das reicht jetzt. Tschüss. So, genau. Schon eine Plage, oder? Eine Minute. Ja. Nein, hier, eine Minute. Ach so. 8 Monate. Monika, komm mal her. Wir machen den Imagefilm. Oh. Also, 8 Monate. Sagt was dazu. Ja. Da rein. 8 Monate. Viel Spaß. Viel Spaß. Viele Proben. Sehr viele nette Proben. Leute. Ja. Samstags nicht ausschlafen können. Ja. Was war das Besondere bei Creative Arts? Das Besondere immer war, neue Herausforderungen. Genau. Für mich war es das erste Mal. Ja. Und es war toll. Es war ganz klasse. Es war so inspirierend. Also es war unglaublich. Genau. Ich bin dabei. Ich bin nächstes Mal auch wieder dabei. Okay, das war wichtig. Das haben wir gepasst. Ich bin. Na, hol dir mal die ganzen Dosen rein. Alle. Ich werde wahrscheinlich auch kommen, ja. Mach das. Sonst so. Bis zum nächsten Mal und so. Ja. Tschö. Tschö. Wir machen weiter. Wir haben schon. Hier ist noch ein Restaurant. Ups. Genau. Mal ein Beispiel, wie Garderoben hinterlassen werden. Hier ist noch eine. Hä? Nein, du. Ich? Auch 8 Monate harte Arbeit. Jetzt hier einmal ein Kommentar, ein Statement. Bin ich nicht toll? Wer jetzt? Ich. Natürlich. Du bist der Beste. Du bist der Allerbeste. Die Trompete verlässt den Raum. Ja. Okay. Okay, sie muss. Da gehen wir nicht rein. Sollen wir das mal ans Bett schneiden hier? Hier wird gearbeitet. Zwei hier vor, ne? Ein bisschen Abstand lassen wir hier zu. Ja. Gut, alles klar. Gut. Eine Minute. Du bist busy. Ja. 8 Monate Zeit. Ein Statement. Sind wir nicht toll?
Wir sind super, wir sind ein tolles Team. Also es ist immer wieder großartig zu sehen, wie dann doch irgendwann alles zusammenwächst und wie aus den ganzen kleinen einzelnen Problemen und Fehlern dann immer mehr sich verbessert und immer besser wird und irgendwann dann ein großes Ganzes, so wie heute, dabei rauskommt. Ich habe einen bezahlt dafür. Gibt's gleich, geht. Jetzt noch eine, die will Tschüss sagen, aber bitte vorher eins denken. Acht Monate. Acht Monate? Ja, ist fast eine Geburt, ne? Ist fast eine Geburt, genau. Sag mal was dazu. Ja, war super, hat total viel Spaß gemacht. Ich war ja beim letzten Mal schon dabei, aber das war noch eine Steigerung, fand ich. Ja, und beim nächsten Mal bin ich auch wieder dabei, wenn es geht. Jetzt kannst du gehen, jetzt haben wir es im Kasten. Okay. Das sind Beweise. Tschüss. Gut, ne? Tschüss. Auf der anderen Seite ist noch schön. So, einmal mit dem Techniker. Du weißt, ich habe immer so ein Feeling fürs Timing, für gutes Timing, ne? Ja, du wolltest Tschüss sagen. Nein, ich will nicht Tschüss sagen. Ich will ein Statement von euch haben für unseren Imagefilm. Statement? Also, Timo, mein Respekt für dich. Das kann ich dir schon mal so als Statement sagen. Das wollte ich jetzt nicht hören, nehme ich aber so. Das können wir rausschneiden. Statement generell. Also, ich finde, für so eine Truppe war das eine super Aufführung. Mein Hut. Marion möchte ja gerne mitmachen bei uns. Ja, würde ich gerne, aber es ist ein bisschen zu weit weg. Vielleicht überlege ich es mir noch. Siehst du? Jetzt haben wir es auch im Kasten. Okay? Okay. Wolltest du noch mehr? Wenn du willst. Wir haben jetzt, ich glaube, wir haben jetzt soweit alle durch. Wolltest du mich jetzt die ganze Zeit filmen, während ich... Nee. Ich filme auch, wenn du jetzt nach Hause fährst, ne? Wenn du ins Bett gehst zu Hause, wir drehen neun Filme. Neun Filme, ja. Scary Nights. Ja. Dankeschön, ja. Und den drehen wir dann? Auch mit vorne jemand ist. Ah, guck mal hier, den haben wir vorhin auch schon gesehen. Was ist mit dem hier? Hat man den eh nicht? Ja, gut, ich geh mal kurz in den Kofferraum rein. Da draußen? Ja. Und zwar, das sind alles die faulen Säcke, die nicht helfen wollen. Und zwar ist das jetzt mittlerweile unser Stammlokal geworden, wo dann wirklich alle Leute, die nicht helfen wollen, aufzuräumen. Warte, muss ich meine Hose anschließen, aufhören, ja, die Hose ganz drüber machen. Ich geh die Hose auch noch auf jeden Fall nicht. Ja. So. Wir gehen jetzt hier direkt vor Ort. Hier ist ein Teil der Truppe. So, das ist Annette Florin. Unsere zweite Wurde aber heute hergerichtet. Wurde heute, egal, es sieht ganz anders aus. Stundenlange Arbeit. Auf Jungs gemacht. Man sieht es zwar nicht, aber hergeschehen. Ja, wie war das Projekt? Acht Monate. Super. Fangen wir mal an. Sag doch mal, was war unserer zweiten Flöte? Oh nein. Ja. Also, von der katholischen Kirche. Ich kann jetzt nicht sagen. Du bist doch was aufgesprungen. Ja, ich kann jetzt nur Witze machen. Ja. Mach doch mal. Nein. Erzähl mal einen Witz. Nein, wir waren großartig. Hat total viel Spaß gemacht. Jesus in eine Menge rein. Das hat irgendwie keinen Sinn. Ist die Frage, gehen wir jetzt nach links oder gehen wir nach rechts? Nein, naja. Nee. Wir gehen weiter zum Peter. Welches Teil ist das denn? Zu unserem Apostel. Peter? Peter. Was ist die Frage? Also ich finde mich geil. Billig. Harald Glöckler. Die
8 Monate, das war eine hammergeile Zeit. Es hat viel Spaß gemacht. Es kann weitergehen. Es weitergeht, ja. Das muss man vorbereiten, das kann man nicht. Das soll ja schon mal sagen. Und dann haben wir hier Salz und Pfeffer. Ja, ne, war nett. Es war ganz, ganz liebe, viele tolle Leute. Sie hat sich von Mary denn für mehr gefühlt. Sie alt auch so alt. Es ist auch alles gut gegangen, ein paar wenige Arbeitsunfälle mit Blätteis. Aber Blätteis, bitte zoom auf die Spiele. Nein, stimmt. Jesus Christ, superstar, this is dangerous. Crucified. Samsung. Wo ist er? Wir haben eben lieb gefragt. Den darf ich auch stellen. Der Chef kommt. Der zahlt ja auch. Er zahlt ja auch. I don't know how to love it. And he don't know how to pay. What do you mean by that? That is not enough. Mein erster und dritter Samstag im Monat haben seit 8 Monaten endlich wieder einen Sinn. Ich weiß nicht, was ich am nächsten Monat machen soll an diesen beiden Tagen. Das hat sich jetzt 10 Minuten lang ausgedacht. Wir mussten ganz spontan sein. So, das muss jetzt erstmal nachmachen. Erstmal toppen. Genau. Oh, you again. You always got my key. Judas. Go on. Say something. Oh, yeah. 8 months, the baby's coming in 3 weeks, don't you? We made the show our own. And it's been great. It's been fantastic. Good crowd. Nice. Good crowd. Nice people. Good crowd. Been good fun. Good fun. And what else? It's been a pleasure. Been a pleasure, yeah. Been tiring. And, yeah. So, exhausted. Great experience. We've had some great fights, great arguments, mostly with. Yeah, it's been a good time. It's been great. Good show. Good show. Wir gehen mal weiter. Wir fragen jetzt mal das Publikum. Das machen wir natürlich nicht. Wir gehen wieder zurück in die Halle. Wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Okay. Aber hier. Ja, bitte, bitte. Ja. Jesus Christ Superstar. War super, war super, war super, war alle besser zufrieden. Viel besser zufrieden, haben sie viel besser gefragt. Die war super. Bis April. Bis April, ne? Bis April, da Marco. Da kommen bestimmt noch 1000 Leute mehr, ne? Ja? So, Marco. Und jetzt fragen wir noch die Leute auf der Straße hier. Ja, genau. Stellst du jetzt hier mitten auf die Straße? Wir sind in Erkrath. Die große Stadt Erkrath. Meine Darsteller.
Vorsicht, Vorsicht. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Mein Team. Man muss sie lieben. Und jetzt fragen wir die Person dort. Genau. Stopp! Wer sind Sie? Ich bin der Vater von Markus. Ja, schön. Schön, dass da. Timo White, Sie waren beim Musical. Nein. Falsches Publikum. Wir machen das nochmal. Hallo. Sie waren beim Musical. Ja, natürlich. Und war toll? Ja, doch. Ja, also, ne? Das beeindruckend. Was hat Ihnen so am meisten gefallen? Ja, eigentlich die Solisten. Die Solisten, ne? Ja, ja. Fanden Sie auch, dass der zweite Akt so etwas schwieriger war, von der Musik her, vom Style her? Ja, ich verstehe von Musik nicht so irrsinnig viel, aber ja, es war auf jeden Fall schwieriger zu singen. Ja, ja. Ja, ja. Aber Sie haben die Intonation auch rausgehört, ja? Nein, also Intonation sowas. Ja, ja. Was haben Sie von den Lichteffekten gehalten? Die waren eigentlich recht eindrucksvoll. Eindrucksvoll, ja. Ne? Ja. Dankeschön. Ja. Ne, bis nächstes Jahr. Ja. Ne? Unser Trompeter nochmal. Schon wieder, ja. Was darf ich sagen? Er hat keine Familie. Ja, aber ich habe das CAG e.V. Genau. Ist das nicht traurig? Ich hab schon mal gesagt, dass ich diese Hose hasse. Hier, genau, so, das ist Commitment. So, ja, das ist. Das braucht man so für so eine Aufführung. Genau. Für so eine. Ich glaube, das war's aber auch. Ich bedanke mich. Ich grüße Castro Brauxel und bis nächstes Mal. Ich, okay.